Das ist ja dann viel besser. Entschuldigung, ich habe die Aufzeichnung vergessen. Also, wo müssen wir einsteigen? Ganz schnell Fassung. Gib nochmal ein Ersatzvideo dazu. Also, wir wollen jetzt Star Wars importieren und nutzen dafür das Paket Mais. Und ich habe nicht großartig viel passiert. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit verarbeitet und wir wollten und haben uns mit folgender Sachfrage auseinandergesetzt: Welche Imputationsmethoden gibt es? Und da gibt es sieben Choices zu treffen. Und zwar einmal ist es Ma, Emna oder MK. Und wir entscheiden uns jetzt für Ma. Und im nächsten Schritt ist es wichtig, wie importieren wir das eigentlich alles? Und das müssen wir jetzt hier gerade machen. Wir müssen nämlich uns entscheiden, welche Imputationsmethodik wir nehmen. Und das müssen wir für jede Incomplete Column machen. Und was mir jetzt gerade noch ein Abbrechen bei, ist sozusagen das Problem, dass in Mais wir das sozusagen hier, das heißt so, das ist nicht Crystal Meth, Meth muss dann im Prinzip gesagt werden, welche Spalte es ist. Und weil wir hier Characters drin hatten in Star Wars, müssen wir die erstmal mit Mutate If in Is Character umwandeln. So, und dann müssen wir uns überlegen, wie viel Faktorstufen, also da müssen wir uns sozusagen die Imputationsmethode raussuchen und zwar abhängig davon, wie die Spalte benannt ist. Also numeric, also wenn es numeric ist, wie height oder weight oder so, dann haben wir die Möglichkeit, dass ohne weitere, dann haben wir fünf zur Auswahl. Wir nehmen jetzt hier einfach PMM, Predictive Mean Matching, ist es irgendwas mit dem Average rein. Logistic Regression für zwei Faktoren, Multinomial-Logit-Modell für mehr als zwei Levels und Ordered-Logit-Modell, wenn das eben geordnet ist oder eben LDA, wenn es ein Faktor ist, wie zum Beispiel, wir sehen jetzt gleich mit den Haarfarben. Es ist also sozusagen ein ziemliches Gewusel, weil man das jetzt für jedes einzelne, also muss ich jede Spalte jetzt einzeln angucken und deshalb entscheide ich mich jetzt trotzdem dazu, obwohl es eigentlich spannender ist, wenn man mehr von den Datensätzen reinnimmt, jetzt das Ganze doch kleiner zu machen, weil ich ja jetzt gucken muss, wirklich, also ich müsste jetzt gucken bei Name, also gut, Name nehme ich jetzt raus, also dann müsste ich im Prinzip den Star Wars Tibble nehmen, so, dann gucke ich so mal, und Name. Also andersrum. So, und jetzt Method. Ich kann da ja ein Method weg, also ein Vektor der Methoden machen. Also C, also nichts heißt nicht importieren. Also Name möchte ich nicht importieren. Deshalb leer. Dann kommt Height. Height muss ich mal überhaupt gucken. Ist Height überhaupt missing? Und dafür muss ich dann immer schön in meine Abbildung reingucken, um zu sehen, ob es das überhaupt ist. Und ja, ist es. Also sage ich grässlich, ja, und das ist dann halt grässlicherweise so, also jetzt brauche ich erstmal den Vektor, das ist PMM. So, und ich muss jetzt halt immer merken, was kommt als nächstes. Ich zeige Ihnen aber gleich, wie Sie das noch einigermaßen als, unter Kontrolle halten können. Wenn Sie das jetzt so machen, ist es ein bisschen schwierig. Was ich stattdessen mache, ist dann, mache mir ein Method Tibble mit Tibble var-ID ist gleich Names Star Wars und dann nenne ich das Math ist gleich einmal leer. So, dann kann ich mir das nicht immer anschauen, weil sonst baue ich mir so einen Vektor und ich vergesse dann irgendwas und das ist dann unangenehm. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel PMM reinschreibe,
dann macht er natürlich irgendwann einen Error rein, weil er natürlich das nicht so duplizieren kann. Also eigentlich müsste ich dann so hier PM und müsste dann eben erstmal überall leer machen, ne, solange wie eben mein Star Wars Tipple ist. Und jetzt mache ich den einfach mal kürzer, einfach weil das jetzt alles sonst zu lange dauert und ich mir hier fürchterlich einen abwürge. Sie sehen, es ist in der Theorie ist es dann so einfach, in der Praxis bricht man sich wirklich einen ab, weil man so viele Sachen dabei beachten muss. Und Sie sehen schon, da vergesse ich auch das Aufnehmen. Das heißt, da muss erstmal gucken. Also wir nehmen auf jeden Fall den Namen mit rein. Wir nehmen Height mit rein als Beispiel. Wir nehmen Hair Color mit rein. Wir nehmen, sagen wir mal, Sex mit rein. Und wir nehmen Homeworld mit rein. So, das reicht erstmal. So, Star Wars Tibble 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die machen wir mal alle leer. So, jetzt können wir mal entscheiden. Also, Hair Color, man muss sich das wirklich anschauen. Es hilft halt nichts. Ja, das ist ein Faktor. Also hier können wir dann gucken, Ordered Multinomial ist mir dann zu viel. Also nehme ich LDA, Linear Discriminant Analysis, für einen Faktor. Also es ist einfach ein Faktor. Also wird das LDA. Gucken wir mal, was passiert. Hair Color, LDA. Dann gucken wir mal bei Sex. Und Sie sehen, wenn Sie da viele Variablen haben, wird das sehr, sehr traurig. 1, 2, 3, 4. 4. 4, das ist, dann mal Polyrec, Multinomial Logit. Bei 4 können wir das nochmal uns erlauben. Also, Entschuldigung, Polyrec. Damit wir auch ein bisschen hier durcheinander haben. So. Und Sie wissen, wenn das Modell groß ist, dann müssen Sie jetzt, also es gibt halt nichts anderes, kann halt keine Maschine für Sie tun. Die sind halt zu dumm dafür. So, und jetzt haben wir noch Homeworld. Und da gucken wir mal, vielleicht machen wir auch einfach random. Ja, da machen wir random. Also, Stempel. So. So, das heißt, so damit sind Sie sich jetzt, sind Sie auf der richtigen Seite, dass Sie nochmal gucken können, dass Sie nicht nur so einen Vektor nehmen, wo einfach immer nur PMM, LDA, Poly, das können Sie bei 4 noch oder 5 noch sehen, wenn Sie da 40 oder 30 Variablen haben, wie ich dann in meinem, wo ich das gemacht habe, und ich musste das für jeden einzelnen, weil es waren so viele, in jeder Spalte war ein verdammter Missing Value, musste ich das so eingeben, dann wissen Sie am Ende nicht mehr, wenn Sie da einmal verrutschen oder einmal zu oft Logrec reingeben, dann, ja, ist es defekt. So, jetzt machen wir aufs M, also machen wir nur 3 Iterationen, einfach nur, damit das besser geht. Dann schieben wir das hier rüber und wir nehmen jetzt einfach den Vektor da raus. Also ja, das hier, Star Wars Small Tibble. Und das Ganze bleibt bei Temp Data. Nehmen wir mal Temp Data. Und jetzt sehen Sie hier, gibt einen Fehler, okay, Error in LDA Default, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, mal mit PMM zu funktionieren. Na. Macht er nicht.
Entschuldigung. Ich falle hier immer die ganze Zeit darauf ein, wenn ich alte. Ob, ist es so ein Problem, wenn man. Durchlaufen. Was da passiert. Es dauert halt immer. Da sehen Sie halt immer, in welcher Iteration er ist, in welcher Imputation. Ach so, wenn er jetzt 50 Iter macht, dann wäre ich verrückt. Nee, das macht er hier nicht. Also er versucht jetzt sozusagen irgendwie zu iterativ zu einem Ende zu kommen. Imputation macht er 3, weil m gleich 3 ist und eigentlich macht er, also wenn er keine Lösung findet, macht er das maximal bis 50. Ich möchte aber nicht, dass er das bis 50 macht. Das dauert mir zu lang. Max Iter ist 5. Das ist immer das Problem, wenn man das mit iterativen Verfahren macht. Die müssen ja auch durchlaufen. Und wenn Sie jetzt bedenken, da hätten wir noch mehr reingenommen, dann wird es noch problematischer. Er müsste jetzt sozusagen 5 Iterationen, also deshalb hat das auch so unglaublich lange gedauert, weil ich es immer nachts laufen habe lassen und dann am nächsten Tag kam und dann es hat nicht funktioniert. Und dann sehen Sie jetzt auch gleich, was da jetzt rauskommt eigentlich. Ja, das ist immer, wenn man das. So. Oh Gott. Da sieht man hier übelst viele, das war jetzt der grässliche Output. Noch irgendwelche Warnungen. Gucken wir mal an, wie wir jetzt hier weitermachen, wenn wir, weil das sieht natürlich jetzt ganz schlimm aus, so dass der Output. Gucken wir mal rein, wie wir das jetzt diagnostizieren können, wenn wir das hier durchgeführt haben. Und wir können uns dann sozusagen verschiedene. Er macht das jetzt dreimal. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich verschiedene Datensätze, also 3 Stück an der Zahl. Wir können uns das mit Complete Data immer anschauen. Natürlich schön. Wenn Sie so einen komischen Fehler sehen, also das heißt, Sie führen jetzt das aus, was ich jetzt gemacht habe im Tutorium und es klappt nicht, und Sie geben dann mal die Funktion ein, und Sie sehen dann, dann habe ich irgendwas überschrieben. Mit dem Paket vom Package MI. Standard Generic von Complete Defined from Package MI. So, und ich will aber die Complete-Funktion vom Mice. Und dann kann ich ihn sozusagen mit Mice Doppelpunkt Doppelpunkt zwingen, die Complete-Funktion zu nehmen. Das passiert manchmal, wenn man zu viele Pakete lädt, wie ich jetzt zum Beispiel, die im Imputationsbereich sind, die laden dann ähnliche Pakete.
Und das ist ein Complete Dataset. Wir haben davon drei. Warum haben wir davon drei? Weil wir dreimal imputieren. Aber hier, wir können uns das jetzt mal anschauen. Und zwar gucken wir uns davon nur den Head an. So, das heißt, weil m gleich 3 war, haben wir auch drei Datensätze. Und im ersten hat C3PO weiße Haare, im zweiten schwarze Haare und im dritten weiße Haare. Aber also das heißt, wir haben einen Trend zum, Wei also C3PO hat weiße Haare gegeben, den Homeworld 6 Größe. R2D2 hat blond, black, black. Also ich würde sagen, er hat schwarze Haare. Also 2 zu 1. Und Sie kriegen dann aus jedem Datensatz, kriegen Sie eben wieder einen Wert, also einen neuen Wert. Und das können Sie sich eigentlich ganz gut angucken über die Funktion Density Plot. Gucken wir mal, wenn ich das Ding jetzt hier nicht gleich in. Und zwar sehen Sie das hier mal für Height. Und jetzt sehen Sie auch das Problem. Was ist das Problem? Die blaue Linie, das sind Ihre echten Daten. Und die roten, die aus ihrem, also sie kriegen ja drei rote, weil sie haben dreimal, also dreimal imputiert. Und sie sehen hier das Elend der Imputation. In ihren Originaldaten haben sie hier sozusagen ihre Verteilung ihrer Größen, also ist eine Density. Und sie sehen hier, da haben sie so einen kleinen Hügel bei irgendwie unter 100 und hier so ein Hügel. Und noch so eine kleine Schulter. Und ihr Imputationsalgorithmus, also Mais, hat jetzt es geschafft, diesen Hügel hier fürchterlich überzuinterpretieren. Ihre Schulter auch fürchterlich und die eigentliche meisten Verteilung zwischen 150 und 200 nicht zu erwischen. Ja. Und wenn Sie sowas haben, war Ihre Imputation, die numerisch richtig war, Sie füllen die ja auf, wertlos. Das ist Unsinn. Also denn Sie können sich sozusagen, Sie können sich dann natürlich auch noch anschauen, wie das dann aussieht, wenn Sie Variablen haben, die nicht kontinuierlich sind, dann müssen sich Tabellen bauen. Das heißt, man müsste sich dann einmal anschauen. Also wir haben ja jetzt, hier sehen wir das jetzt nur für Height, aber Sie können sich das ja auch bauen für, also Sie können jetzt hier gucken, nehmen Sie die erste, ne, gucken, müssen Sie selber schreiben für Hair Color. Also wir wissen ja, aus unseren Star Wars Daten, ja, wissen wir ja, ist dann Hair Color. Kriegen wir da. Nun, das ist unsere Verteilung hier drin. Und dann können Sie sich das natürlich auch anschauen. Wir nehmen den ersten Datensatz. Und schauen uns das an. Ah, Gott, oh Gott, nein. Muss natürlich Hair Color nehmen, sonst fliegt mir hier alles auseinander. Und gucken sich das an und vergleichen das, ne? Also, wie ist da, können Sie entweder als Barplots darstellen oder müssen Sie schauen, entweder bauen Sie Boxplots, also Sie sagen, das ist sozusagen hier meine.
meine Linie, die ich ziehe. Und dann rechne ich aus den anderen Datensätzen, klebe ich untereinander weg und berechne sozusagen, wie die streuen. Also und gucken dann im Prinzip, weil hier würde man jetzt sagen, okay, das ist meine Original-Haarfarbe, 18 braun, 13 black, ja, white, bisschen white, none, okay, das passt ungefähr hin, also er imputiert das im Verhältnis richtig. Aber das nützt Ihnen nichts, wenn Sie das nicht schaffen über alle Variablen. Also Sie müssen es hinkriegen, dass Sie über alle Variablen es treffen. Das heißt, dass Sie, sehen Sie ja, hier ist zum Beispiel eine Abbildung. Ne? Ozon ist einigermaßen, Solar, uiuiui, Temp überhaupt nicht funktioniert und Wind auch nicht richtig. Und Sie müssen irgendwie es hinkriegen, durch geschickte Auswahl dieses Mais-Algorithmus, wo es darauf hinausläuft, dass ich hier oben wahrscheinlich PMM nicht so richtig, da hätte man vielleicht auch was anderes wählen müssen, weil er das als numerisch jetzt importiert, umbauen, um dann sozusagen fertig zu sein. Wir machen jetzt gleich noch nach der Pause, gucken wir uns mal an, auf dem anderen Datensatz, wenn wir nicht so viele Missings hätten, wie das dann da aussieht, wenn wir dann auch ein Pooling machen. Also das heißt, wie wir mit diesen Datensätzen, die wir hier haben, also mit unseren dreien, wie wir hier weiterkommen. Und das machen wir dann nicht mit unserem EasyFit, sondern mit unserem BERTS, weil ich glaube, in BERTS waren nur ganz wenig Missings drin. Und oder mit EasyFit, gucken wir mal gleich, damit wir da auch nochmal eine Regression drauf rechnen können, weil das ist ja das eigentliche Ziel, was wir dann wollen. Ne? Also wir wollen ja importieren auf drei Datensätze. Und dann wollen wir das ja auch nochmal zusammenbauen. So, aber erst die Katastrophe, wo man sieht, wo eigentlich Probleme sind, weil meistens diese Tutorien, die laufen immer so schön durch und dann klopft man sich immer auf die Schulter und denkt, das ist hier easy peasy, das ist ein richtiges, also wenn Sie das importieren wollen, ein richtiges Schlachtfest. Achtung! Ach ja, oh Gott, beim Datum, ne? Da legen Sie sich hin und bewegen sich nicht mehr. Also da ganz gefährliche Geschichte. Also ein Datum zu importieren, eieiei, das Datum ist sowieso ein neuer Spezialfall. Machen wir auch noch beim Mixed Model nochmal, da weinen wir auch nochmal bittere Tränen, wenn wir das, wenn es um Tag und Diff und so angeht. Aber das ist mal eine andere Sache. Also, gut, fassen wir nochmal kurz zusammen. Sie müssen, um im Mais irgendwelche Daten zu importieren, genau sagen, welches Skalenniveau die Spalte hat, in der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Wenn Sie dann, wie ich jetzt hier oben bei LDA wähle und das Ding funktioniert nicht, ja, dann geht's nicht. Dann müssen Sie gucken, ob Sie mit Sample besser kommen oder probieren Sie mal was anderes aus. Wie schon gesagt, Sie müssen mal was anderes dann schauen. Genau. Und was noch wichtig ist, das waren hier diese vierte Choice, war die zusammengesetzten Variablen. Hatten wir jetzt hier nicht drin. Ist in medizinischen Daten manchmal da, BMI, Größe, Gewicht und so. Wenn Sie da alles drin haben, da muss man immer noch mal extra darüber nachdenken. Also fehlt nur BMI oder fehlt Größe und Gewicht. Also dann eins, also das ist jetzt beim BMI ist noch immer wieder einfacher, aber Sie haben manchmal so eklige Scores, also wie Lebensqualität, die sich so aus 12 Spalten zusammensetzt und irgendwo ist da ein Missing drin. Und dann ist natürlich die Lebensscore nicht da. Und dann ist so die Frage, ob Sie das global, also Sie müssen sich immer überlegen, importiere ich den gesamten Datensatz, also mit 100 Spalten, oder sage ich, okay, sind die 20 Spalten Lebensscore, die importiere ich jetzt mal. Im Glauben, dass das besser ist, als wenn ich da noch Alter und Geschlecht oder irgendwas anderes noch reinschmeiße. Das ist so ein bisschen das, in welcher Ordnung man diese importiert, das ignorieren wir heute. Also es macht nochmal einen Unterschied,
mit vielen Vor- und Nachteilen, in welcher Reihenfolge man die Variablen macht. Aber das machen wir auch nicht, weil das müssen wir nachlesen. Das sprengt jegliche Gut und Böse. Empfehlung ist immer, wie viele Iterationen? Sie sehen, das dauert. Also wir haben das ja hier gerade mit maximal 5 Iterationen gemacht und 5 Datensätzen. Mein Rechner ist jetzt sehr lahm, weil ich hier nebenbei noch aufnehme. Ich habe das sonst auf dem Großrechner laufen lassen. Aber das Problem ist, Sie müssen es einmal durchlaufen lassen und erst dann sehen Sie das hier. Und dann müssen Sie es wieder nochmal machen. Es hilft, Sie müssen eben am Ende berichten, ob Sie wirklich jede Variable getroffen haben. Wenn Sie die Körpergröße nicht richtig importieren, weil das ist sozusagen das in den Originaldaten und so ist es dann danach aus, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Also Ihre künstlichen Daten, das sind ja die roten Linien, geben dann ja nicht die Wirklichkeit wieder. Können wir richtig gut darüber diskutieren, also ob die blauen, die Sie gemessen haben, die Wirklichkeit sind. Aber auf jeden Fall, die roten sind artifiziell hergestellt aus der blauen. Eieiei. Das ist echt. Also, das ist so ein Thema, Missing Value Imputation. Wenn man es wirklich richtig sauber machen will, dann ist man dann eben im Einzelfall zu diskutieren. Also, wenn Sie das später mal machen wollen oder tun wollen, dann planen Sie erstmal mehr Zeit ein. Also, quick and dirty geht relativ schnell, gehen wir durch. Aber wenn man das wirklich aufarbeiten will, dauert das. Ach so. Ich hoffe, ich habe dann alles noch erzählt, was ich im Video, was ich nicht geschnitten habe. Und dann erstmal machen wir jetzt 10 Minuten Pause und dann geht's weiter. Ich habe mir schon fast geahnt, dass das Thema doch komplexer ist und ich mehr Zeit brauche, als ich dachte. Das heißt wahrscheinlich, Variablenselektion zieht sich nochmal in die nächste Woche. Wir schauen mal. Gut, erstmal so weit, so gut. Vielen Dank, bis jetzt.